Hallo, ihr Lieben, ich melde mich hier von der Enterprise, die Ash Factor Acta 69 gebaut hat. Und auch danke an den Normie, der das gepostet hat. Leider ist das Ganze ja nur den PC, der PC-Fraktion vergönnt, es zu besuchen. Und deshalb mache ich dieses kleine Video, auch weil ich da eine Besonderheit entdeckt habe, was auch gewollt worden ist. Es ist leider so, dass sich die Parts halt eben so langsam erst aufbauen, wenn man sich ihnen nähert. Das ist das große Leid ja bei No Man's Sky, dass das alles sehr langsam sich aufbaut, wenn man ein sehr komplexes Gebilde gebaut hat. Aber lassen wir das. Wir gehen jetzt hier mal hoch, in der Hoffnung, dass so einige Sachen dann auch sichtbar sein werden. Dem ist nicht der Fall. Bildet sich hier also nach und nach alles auf. Also hier durch die Röhren kann man normalerweise reingehen. Das habe ich schon geschafft. Muss man reinspringen. Und hier hinter, das ist Glas normalerweise, ist ein Terminus vorhanden, den man natürlich nicht nutzen kann, weil man durchs Portal gegangen ist. Also langsam kommt das Ganze. Da seht ihr den Terminus. Hier sind die Zugangsröhren zum Terminus, ist er wieder weg, sobald man sich ein bisschen dreht und wendet. Alles mit Fenstern gehalten. Hier kommt man nicht durch, es ist nur Dekoration. Also gehen wir mal wieder nach unten. Und das wollte ich euch dann mal zeigen, wenn es denn so geht. Hier ist ein Exo-Fahrzeugradar. Und hier kann man runterspringen. Das finde ich eine ganz klasse Idee. Und das werde ich jetzt mal machen. Auf dann. Juchhe! Da fliegt man. Da oben ist sie, die Enterprise. Da unten. Der Boden. Schöne Aussicht. Schön in der Atmosphäre. Einen Sprung machen. Man kommt wohlbehalten unten an. In der Nähe des Basiscomputers. Natürlich kann man auch sein Raumschiff wiederholen. Und sich danach freuen. Ich fliege nochmal mit euch hoch. Vielleicht können wir die nochmal von außen ganz gut sehen. Mal schauen, ob das gelingt. Wie gesagt, da ist sie. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Bis dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.